2-1, Derby-Sieg, gibt es was Geileres? Nee, also im Moment überhaupt nicht. Auf jeden Fall war ein geiles Spiel, geile Unterstützung von den Fans und ich denke, wir waren der verdiente Sieger. Der Trainer hat euch wieder perfekt eingestellt auf dieses Spiel, das hat man gemerkt. Ihr wart die ganze Zeit irgendwie griffiger. Ja, wie kann man das beschreiben? Was ist das für ein Gefühl, jetzt hier wirklich beim Spitzenreiter gewonnen zu haben? Ich denke, das kommt alles zusammen. Das Derby, die Medienpräsenz, die ganzen Fans. Und dann, ja, und dann tun wir auch eine super Leistung abliefern und werden dafür belohnt. Und das ist einfach ein super Gefühl für uns und auch für die Fans, denke ich. Du hast zwei geniale Torvorlagen gegeben. Das 1:0, ein Traumpass. Du standst in letzter Zeit ein bisschen so in der Kritik, weil du häufig nicht so am Spiel teilnimmst. Aber im Endeffekt zeigst du ja durch solche Pässe, dass du wirklich wichtig bist für die Fortuna. War das auch für dich, für dein Selbstvertrauen auch wieder wichtig? Ja, es ist wichtig, natürlich. Ich denke, das ist meine Stärke. Fast noch mehr als eher das Tore schießen, das Auflegen. Und jetzt gerade in den letzten zwei Spielen hat es ja sehr gut geklappt. Wird noch gefeiert heute Abend oder schon das Pokalspiel im Kopf? Ja, wir haben. Ja, ich denke, wir genießen den Sieg erstmal und dann haben wir das Pokalspiel im Kopf. Danke. Danke auch.